So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei unserer Reise durch Tom Clancy Spiele mit der Reihe Clancys Erben. Hier am Beispiel von The Division von 2016. Wir sind hier am Hafen in der Nähe des Hudson River unterwegs, in einem Gebiet, das gefährliche Banden unter Kontrolle haben. Der Stadtteil hier heißt ja Hudson Yards. Wir waren hier schon unterwegs. Hier hinten war so eine Mission ganz am Anfang. Das war irgendwie Folge 6 oder sowas. Und da müssen wir jetzt leider nochmal rein, weil wir haben hier offensichtlich ein paar Dinge liegen gelassen. Incident Report hier hinten auch. Ich glaube, wir können auch hier vorbeischleichen und müssen gar nicht hier in dieses Kampfgebiet, wo wir diesen kleinen König damals von den Docklands besiegt haben. Aber wir müssen tatsächlich hier lang. Und hier unten patrouilliert, soweit ich weiß, auch noch so eine generische Super-Mob-Truppe. Das wird spannend. Schauen wir mal, wie das jetzt so wird. Aufnahme läuft. Wir haben ja schon ein paar Dinge rausgefunden jetzt auch. Was so passiert ist. Oh, da hocken schon wieder welche. Mal gucken, was sie sagen, wenn wir da so anstürmen. Okay, das war ein bisschen mit viel Streuung, aber zu meiner Verteidigung ist es halt auch ein Rollenspiel und die Waffen sind noch nicht auf dem höchsten Level. Das heißt, die Präzision lässt hier noch ein bisschen zu wünschen übrig. So, aber jetzt hier irgendwo muss dieser Incident Report ja liegen. Man hört ihn auch schon piepen, oder? Vielleicht können wir hier nochmal ein Medkit abstauben. Alles wurde hier irgendwie bei der ausbrechenden Pandemie einfach so liegen gelassen. Einfach zurückgelassen. So viel Equipment. Aber bewaffnete Gruppen haben sich halt gegen die Polizei zur Wehr gesetzt durch die ganzen Unruhen. Durch die Unruhen haben sich dann auch irgendwann die CERA, also die Seuchen- und Ernährungsbehörde und die JTF zurückgezogen und wir sind dabei, das gerade wiederherzustellen. Okay. So, are you coming or what? Jersey, come on. And how the hell are you gonna break through quarantine? We got guns, food. Those JTF guys are human too. They can be bribed or killed, just like everyone else. And for what? You think Jersey's doing any better? I stole a radio from a JTF guy and I heard what they were saying about it. They got stuff under control there. Martial law is still working and the quarantine still hold. That's our best chance. And here we'll last, what, a couple more days tops? We gotta move while we still can. Now pack your shit and get moving. Okay. Offensichtlich gibt es in Nachrichten von New Jersey, ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, diese Nachricht, aber in New Jersey, in einem Stadtteil, also, wer das nicht kennt, hier drüben müsste das sein, ne? Wird hier gar nicht angezeigt. Da wollen sie hin, da wollen sie rübersetzen, weil sie halt rausfinden wollen, ob auf der anderen Seite die Zustände besser sind, denn hier geht alles zum Teufel. Also die Rioter selbst haben halt, oh, Sonne, schick. Die Rioter selbst haben halt eigentlich keinen Bock auf diesen ganzen Katastrophenmist hier. Ein ganzes Mitgift will sie haben. Da kriegen wir eine Jacke für. Komisches System mit diesem. Geiler wäre eigentlich zum Beispiel, wenn die dann Informationen hätten. Ne? Also wenn sie einem zum Beispiel sagen würden, mit was für einer Bewaffnung die Gegner. Sowas zum Beispiel, dass sie sagen, aha, da vorne, pass bloß auf. Wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Ich möchte ungern wieder in diese, oh, Mission Agent haben wir hier auch. Ach, das ist das Parkhaus, dann holen wir lieber erstmal das hier. Ich glaube, im Parkhaus gibt es ordentlich Rambazamba, wenn wir da reingehen. Da hinten haben wir diesen kleinen König der Docklands erledigt. Hier hocken wieder Plünderer hinter der Ecke hinten. Wahrscheinlich die da drüben auch noch angelockt oder was? Hier eiern nämlich auch immer Cleaner-Trops rum. Das macht das Ganze sehr dünner. Ah, da sind sie. Haben mich nicht gesehen.
bisschen Panik gerade, dass wir hier jetzt gleich ziemlich auf die Schnauze kriegen. Uncle Joe, is that you? Yeah, sweetheart, it's me. How are you, kiddo? I'm good. Mommy and Daddy feeling okay? Yeah, but we've been sitting at home for days, Uncle Joe. It's boring. I bet it is, kiddo. Hey, listen. I want to tell you something. You know how sometimes Uncle Joe is on the radio? Yeah. Well, it might be that I'll be on the radio again soon. Or the people will talk about me there. And they might say things that aren't true. Okay. Well, whatever they may say, I want you to know. I want you to remember that I only ever wanted you to be safe. Everything I'm doing, all the good and bad, is so you could be safe. Okay? Okay. That's my girl. Gotta go now. I love you. Joe Farrow ist der Typ, der die Cleaner dazu angestiftet hat, über die Stränge zu schlagen und als Teil der Stadtreinigung eben nicht nur Seuchenherde auszubrennen und damit den Virus zu zerstören, sondern auf die Lebendigen loszugehen, Kranke zu töten und auch einfach nur Passanten niederzubrennen, weil er halt die Stadt klinisch reinhaben will. Und jetzt hören wir zum ersten Mal, worum es ihm eigentlich geht. Ein menschlicher Zug ist letztendlich, dass er einfach nur sicher sein will, dass es seine, was war das eben, Nichte, gut geht. Und dafür ist er bereit, die ganze Stadt niederzubrennen. Damit sage ich ausdrücklich nicht, dass das ein richtiges Handeln ist. Aber zumindest ein Motiv, das verständlich ist. Denn bisher war er immer nur als Superkiller, der die Leute alle aus irgendwelchen Gründen tötet. Das hier riecht doch förmlich danach, als wäre hier noch eine Mission verborgen, oder? Aber... Oh nein. Ist er noch am Leben, wenn man ihn retten kann? Einer der seltenen Fälle, wo wir den JTF-Typen mal haben retten können. Da sind wir gerade vorbeigegangen. Schon merkwürdig, dass das hinten in unserem Rücken gerade geladen wurde. So ein bisschen wie wenn sich die Gegner bei Dark Souls im Rücken oder außerhalb des Sichtfelds resetten. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da oben reinkommen. Wir waren lange nicht mehr in einem Safehouse, aber man wird ja eh respawned in dem nächstmöglichen. Und das ist ja schon hier. Ja, man eiert hier ständig durch die Stadt und verliert sich zwischen den 1000 Missionen. Also was heißt man? Ich verliere mich zwischen den 1000 Missionen. Und ab und zu kriegt man dann Hinweise, wo noch Dinge liegen, dann eiert man da wieder hin. Und außerdem liebe ich es, wie der Schnee hier gemacht ist. Wenn die Sonne nachher durchkommt, jetzt ist hier wieder kalt, hier sind Eisflächen. Wenn die Sonne irgendwo wieder durchkommt, auf die Straße trifft, dann schmilzt der Schnee. Das ist schon krass. Ja. Kann ich verstehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir da hoch eigentlich? Da müssen wir bestimmt rein, wa? Ah, hier, guck. Agent Chase. Gut. Führt da rein. Denn wir sind auch auf der Suche danach. Wir sind auf der Suche nach sehr viel Informationen hier. Wir wollen rausfinden, was hier passiert ist. Wer das angerichtet hat mit diesem Virus, denn es war ein terroristischer Anschlag. Und wir wollen herausfinden, was mit dieser Schläfertruppe war, die aus irgendeinem Grund... Oh, jetzt kann ich gleich in Deckung gehen, wa? Weil manchmal ist das ein bisschen komisch. Die aus irgendeinem Grund verschollen ist, sich gegeneinander gewandt hat, durchgedreht ist und andere Leute umgebracht hat, regelrecht. Lemarcus. Henry. Henry Lemarcus. Okay. Hier oben ist doch bestimmt gleich irgendwie Ärger, oder? Ja, die sind doch über uns. Scheiße. Okay.
Okay, hier haben die Cleaner ein paar Ratten verbrannt. Oh shit, sie haben wahrscheinlich auch den Agenten verbrannt, oder? Nehmen wir die Tools nochmal mit. Okay. Dieses fragwürdige Mittel war tatsächlich heftig diskutiert in den USA wegen George Bushs Terrorgesetzen, dass Schläfer in allen Communities eingesetzt werden sollen, die halt nicht, die halt quasi allumfassende Befugnisse im Fall einer Katastrophe haben sollten. Quasi damit One Man, also wie im Wilden Westen die Marshals, das passt ja auch zu George Bush Junior, dass die Marshals dann die Kontrolle übernehmen wie im Wilden Westen. So, jetzt frage ich mich nur, kommen wir hier hoch? Nee. Über uns ist doch irgendwie Ärger, oder nicht? Ist hier noch eine Kiste dahinter? Nee, die ist bestimmt unten, oder? Schauen wir mal. Was willst du denn, Junge? Bist du Psycho? Thank you. Thank you, what? Alter, das glotzt einen ja an, da kriegt man das kalte Schütteln auf dem Rücken. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Das war doch aber nicht alles, oder? Wir haben doch oben Stimmen gehört. Das kann doch nicht sein. Das war doch nicht seine Stimme. Irgendwo ist doch hier noch ein Haken. Nee, geht aber nirgendwo hoch. Okay. Naja, die Parkhäuser sind halt auch irgendwie nicht alle sehr originell. Naja, da erinnert. Da ist ja noch eine Tür verborgen. Nee, scheinbar nicht. Okay, gut, dann haben wir das andererseits jetzt ja auch erledigt. Und können hier nochmal hin zur Zeit mischen. Ach so. Keine Ahnung, warum man manchmal zu diesen Häusern gehen soll und dafür extra Punkte kriegt. So ein bisschen die Vermutung mal geäußert, dass das daran liegen könnte, dass man versuchen wollte, dass die Leute schneller zum Endgame kommen. Ich habe am Anfang schon mal den Verdacht geäußert, dass mir es erscheint, als würde man sehr viel schneller zum Endgame gelangen. Ja, da oben ist doch noch irgendwas. Das ist doch mehr als zwei Stockwerke. Und ich habe die Vermutung geäußert, dass es daran liegt, dass sie einen schneller zum Endgame kriegen wollen. Schon bemerkenswert, der Detail gerade. Ich bin immer wieder erstaunt darüber. Ach, hier war das. Ja, genau. Ja, wir eiern gleich wieder zurück, aber wenn wir hier schon ein paar Gratispunkte abgreifen können, können wir das auch nochmal schnell machen, oder? Hier haben wir ja auch das Gebiet weitgehend befriedet, deswegen gibt es hier Patrouillen jetzt vom JTF, die hier langlaufen. Und an manchen Stellen gibt es dann auch Schnüffelhunde, die Dinge anschleppen. Readings indicate this area is safe. Das haben wir über den Tech-Wing irgendwie freigeschaltet. Was sagen eigentlich unsere Werte beim... Nee, das war's nicht. Unsere Werte beim... Ach, hier oben. Oh, wir müssen uns langsam ein bisschen wieder mit ein paar Missionen um diese Werte kümmern. Ne? Ich eier hier so gern durch die Stadt und genieße das so. Komm, check this out. Mal wiederholen. Da hinten steht ein Mensch, ein menschlicher Spieler. So, wir sind doch jetzt in Hudson Yards. Was ist denn jetzt los? Oder sollten wir hier hin oder was? Ach Gott, was haben wir denn hier alles gefunden?
Eine APK. Oh, nee, das ist auch nichts für mich. Können wir das auch alles markieren und dann verkaufen? Nee, können wir natürlich nicht. Naja, gut. Oh Gott. Ach, PP-19 ist eine Submachine Gun, okay. Wie viele Waffen habe ich denn hier eingesammelt, sag mal? Achso, okay. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, ich hätte die PP-19 hätte ich die PP-19 hätte ich ausrüsten können, glaube ich, oder? Also im Nebenwaffenslot. Okay. Ich weiß ja schon, aber wir sollten doch jetzt hier irgendwie. Sollten wir in diesen Schrank ran, oder? Aha, Tatsache, okay. Was hat dieser Schrank denn zu bedeuten dann? What? Merkwürdige Mission. Also 1700 Punkte, Erfahrungspunkte zu geben dafür, dass man einen Schrank aufmacht, das ist auch was, das ist für mich auch was Neues. Oh, eine verschlossene Tür. Ach, da ist dann nur Specialized Gear dahinter. Mhm, okay, okay. Diese Mission haben wir schon alle erledigt. Wir sollten uns mal wieder nach hier oben orientieren. Dass wir ins Safehouse hier nicht können, ist so kacke. Aber wir haben hier noch ein paar andere Missionen auf dem Weg liegen. Wir sollten mal wieder nach da oben zurück, ne? Agent, we've got some more reports that Rikers are holding some people. Please be careful though. Look, if you need anything, anything, you just let me know personally. It would be an honor and a privilege. And if you know anywhere where I could get an awesome watch like that, please let me know. Eine was? Ach so, diese leuchtende Uhr. Warning. You are now leaving the safe area. Habe ich gehört. Aber wir haben da hinten ja schon mal ein Seil runtergelassen, das können wir benutzen. Schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. War das schon erledigt eigentlich? Wahrscheinlich, ne? Ach ja, es wird ja nichts mehr angezeigt. Dann haben wir das scheinbar erledigt. Oh. We'll get this back tenfold. Ich nehme das jetzt mal nicht mit. Wir haben sowieso zu viel Tünnef. Okay, die Ecke haben wir nämlich auch mal freigekämpft. Hier patrouilliert jetzt auch nämlich die JTF. Wir sind jetzt schon ein Stück weiter gekommen. Mann, Nico macht ja richtig Fortschritte. Aber wir sollten unter der Brücke durch. Ich fürchte, der schläft nicht. Den haben sie auch schon wieder hingestreckt. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wir müssen ja irgendwie... Mussten wir doch über die Brücke oder was? Ist das nicht die Ecke, wo es zum Tunnel geht dann nachher? Hm. Also im Prinzip ist man ja auch nicht immer darauf angewiesen, eine One-Man-Show hier zu sein. Oh. Es gibt ja hier die Möglichkeit, Koop zu spielen. Wenn ihr Bock habt, können wir das ja auch mal machen. Jemand hat das ja schon mal angeboten, das habe ich eine leidende Woche zu spät gesehen. So, wir sollen mit denen sprechen. Ah, hier kommt man nicht rüber. Okay. Move up. Okay. Wir sollen mit denen zusammen jetzt Zivilisten retten. Und das JTF unterstützt uns dabei. Scheint keine Hauptmission zu sein.
Oh shit. Fuck off and die. Ja, wir können nur eins überleben. Ja. Um den Knopf zu drücken. Alter. Dann hat sich das ja nicht besonders gelohnt mit dem Tower. Oh, das ist ja wirklich auch das Unübersichtlichste, wo man kämpfen kann jetzt hier, oder? Kommen Sie da durch die Tür? Ja. Ja, lass mal, wir sind schon dabei, euch zu killen. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich jemand. Okay. Hier die Area. Oh, da hinten läuft eine Goldlocke rum. Seht ihr es auf der Karte? Wie viele sind denn das hier, ey? Wo soll ich lang? Oh, Scharfschütze. Nicht mehr Scharfschütze. Einer hängt da ja noch rum. Ich dachte, ich könnte jetzt schön durchs Fenster hechten, aber geht nicht. Was sind denn meine JTL-Kumpanen? Die kommen gar nicht mit, oder was? Die haben mir nur die Tür aufgemacht, ich glaube. Hallo. Where are you, brothers? Schaumstoff-Kniestützer in Grau. Nee, lass mal. Neue Granate. Oh, das ist aber auch. Das wird doch übel hier. Clear the air. Oh, da hinten. Oh, das sind jetzt die großen Jungs, ja? Schießen, fuck. Man sich immer in jedem Kikifax die Gräten. Also von der Steuerung her finde ich das ziemlich cool gemacht. Ups. Wenn es mal manchmal hängt. Ich würde gerne wissen, wie es im Verhältnis zu dem zweiten Teil ist, wenn man festhängt an irgendwelchen Kanten oder sowas. Ob es da besser geworden ist, wenn ihr den zweiten Teil kennt, könnt ihr das ja mal sagen im Vergleich. Hier habe ich das Gefühl, gerade wenn man sich zurückziehen muss und sich von etwas lösen muss, ist das schwierig. Ach, guck mal. Wenn wir uns hier restocken, heißt das, wir kriegen gleich nochmal richtig Ärger. Finally! Are you kidding me? Oh, thank you so much. That was
Den Typen hier vorne. Haben wir das schon mal gesehen? You don't need me to tell you how amazing you are, but as long as we're on the radio here together, can I just say amazing? You're totally my idol. Fashion and lifestyle. Maybe we can hang when this whole thing blows over. Wo geht's denn hier hin? Ach so, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ach so, okay. Na gut. Das hier für eine Ecke. Das war doch gar nicht das Stockwerk oder sowieso. Die haben wir uns so tief runter gekämpft. Okay, das ist ja merkwürdig. Achso, okay, das heißt, wir kommen jetzt gar nicht wieder zu den anderen runter ins Parkhaus. Das ist ja merkwürdig gemacht. Okay. Hier oben sieht man auch schon wieder Gedöns. Was wir hier freigeschaltet haben. Und hier können wir auch nochmal einen Encounter machen für die Gesundheit. Aber wenn wir da uns abseilen, müssen wir doch auch wieder eigentlich wieder reinkommen können, oder? Nein, das sind wir echt nicht. Ah doch, ich wollte gerade sagen. Eigentlich ist die Steuerung doch relativ gut, wenn man auch immer ziemlich gerade auf die Kanten rauf muss und so. Wo sind jetzt unsere Jungs? Sagen gleich mal guten Tag oder auf Wiedersehen. Not in service. Wenn man sich hier schon reinkämpft, hätte ich halt gerne, dass wir mal in alle Ecken gucken, damit wir vielleicht auch neue Telefondinger und sowas finden können. Moment mal, ist das jetzt ausgerechnet, wenn man oben rauskommt oder was? Okay, versuchen wir das doch mal dann auf diese Art und Weise da. Tut mir leid, ich muss jetzt doch nochmal hier rum. Sache. Hey, sweetie, you're calling early. Hey, okay, listen, something seriously messed up here. I think we have to leave town right now. What are you talking about? Can you pack your bag, the little green one, just whatever basics you need, not too heavy. I'll pick you up in a minute. We need to move fast. Babe, what's going on? I'm not... Look, we can't wait or we'll be stuck. They're locking the island down in an hour. Okay, okay, I'll pack the bag. Okay. Jemand hat spitz gekriegt, dass die Stadt geschlossen werden soll und sie versuchen noch rauszukommen. Und werden dann wahrscheinlich auch... Lass die arme Frau doch in Ruhe, Junge. For your kindness. Am schönsten wäre, wenn wir einen dabei haben könnten, wenn wir einen Hund mitnehmen könnten. So. Hier hinten ist auch noch ein Telefon. Versuchen wir es mal hier rum. Ich muss hier auch immer auf Sprengfallen und so aufpassen, die Rioter einfach auf den Gehweg gepackt haben. You still have it? You haven't pawned it? Yeah, it's right where you left it. Good. Ammunition? Still in the box. Okay. And load it up and put it in your pocket. You want to be able to draw fast. Dad, I'm not gonna shoot anyone. I know, honey. But just in case, just please do what I say and get over here. Okay? Okay, langsam nimmt es Fahrt auf und rasant geht es tiefer in die Scheiße, würde ich sagen. Wenn die Leute sich jetzt bewaffnen. Allerdings ist es halt auch sehr speziell die USA, ne? Also ich meine, wenn alle Waffen haben, das ist ja auch der Grund, warum die Polizei in den USA, mal abgesehen von ihrer viel zu kurzen Ausbildung,
so überreagiert bei Polizeikontrollen, ist ja, dass jeder theoretisch selbst Teenager eine Waffe haben können, weil man sie alle irgendwie im Walmart kaufen kann. Und das ist jetzt hier halt auch so. Insofern ist das halt schon sehr speziell, ne? Also wenn man diese eskalierte Lage in Manhattan sich anguckt, der Punkt dahinter ist halt auch so ein bisschen, dass man ja auch überall verfügbare Waffen hat. Oh, eine Crash-Drohne, das kann man nochmal schnell machen, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Denn das gibt uns immer ein bisschen, also Drone-Footage von abgeschossenen Drohnen, die kommen da irgendwo hoch, ja. Von abgeschossenen Drohnen, die Informationen haben, die wir für unser Hauptquartier verwenden können. Und dann sollten wir uns in den nächsten Folgen halt auch mal dran machen, eine größere Mission zu machen, damit wir ein bisschen die Flügel ausbauen können in unserem Hauptquartier. Denn je mehr wir tun, da hängt sie. Je mehr wir tun, umso stärker verändert sich halt eben auch das Post Office. Ich lese schon wieder die Cleaners. Die Cleaners haben. Wollen wir mal gucken, was die Cleaners haben. Die Cleaners haben. Drone Footage. Wo ist die Drone Footage? Ist das bei Evidence? Nee. Viel Data, ne? Hier, Crash Drones. Das ist neu. Die Cleaners haben begonnen, Napalm-Ladungen anzubringen und damit Zerstörung zu verursachen über die ganze Stadt. Dieses Bild zeigt eine Attacke in Hell's Kitchen, wo eine Gasstation. Ach so, das haben wir ja gesehen, da wo sie den ganzen Block niedergebrannt haben. Da haben sie doch auch eine Tankstelle komplett niedergestreckt, die Idioten. Tja, auch aus guten Motiven heraus kann Böses geschehen. Ach, die haben da auch schon wieder Dreck am Stecken. Okay, liebe Leute, dann lasst uns mal gucken. Es wird so schön diesig wieder. Ich liebe, dass sie diese Engine den Winter inszeniert. Ich bin ja ein Winterfan. Ich weiß, das ist nicht jeder, aber... Gut, das ist doch schon nicht schlecht. Dann lasst uns doch mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir haben hier noch ein Phone-Recording, das wir uns holen sollten. Und wir haben hier einen Encounter. Ja, wir haben noch genug zu tun für eine Folge. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Oder besser gesagt für euch in 2 Tagen in der nächsten Folge. Bleibt schön neugierig. Schaut vielleicht auch mal, wenn ihr Bock habt, ausführlicher die Erklärung, was ich mit Matt Clancy's Erben mit der Reihe will. Über mehrere Let's Plays und welche Spiele ich da so mir vorgenommen habe. Vielleicht habt ihr auch andere Vorschläge noch. Und gern auch mal dazu, was The Division 2 angeht. Habe ich ja vorhin gefragt. Kommentiert doch mal, wie ihr das im Verhältnis zu dem ersten Teil fandet und wo es halt Änderungen in der Geschichte auch gab. Ich finde, da gab es nämlich eine ordentliche Schwerpunktverschiebung, aber das würde ich halt gerne beim zweiten Teil dann thematisieren. Ja, bleibt schön neugierig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.